Und das ist eindeutig, lass mich kurz gucken. Ja, das ist ein 7-Jähriger. Oh shit, Kinder eben sehr niedrig. Kinder haben ein gewisses Movement und Kinder sind meistens jünger als Erwachsene. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen hier auf meinem Dumbabler-Kanal zu einem weiteren CSGO-Cheater-Klatschen-Video. Ich hoffe, dieser kleine Herr cheatet. Ich sage hier bedacht, kleiner Herr, denn ihr wisst ja, ich kann anhand der Spielweise das Alter und das Geschlecht der Spielenden erkennen. Und das ist eindeutig, lass mich kurz gucken. Ja, das ist ein 7-Jähriger. Oh shit. Was hat ein 7-Jähriger hier in CSGO verloren? Er hat da schon ordentlich nach links geaimt gerade eben. Es schaut so ein bisschen nach Wallhack aus. Es scheint so, als wüsste er, dass da links jemand steht, weil hier links steht halt der letzte Tee. Guck mal, wie er da schon so rüber guckt. Guck mal, guck mal. Alles klar, und dann flippt er noch nach oben wie so ein Wahnsinniger. Haben wir da etwa schon direkt den Wallhack und den Aimbot detected? Haben wir es geschafft schon, etwa? Ich fasse es nicht. Es ist echt wunderlich, dass diese kleinen Kinder immer so hart cheaten müssen. Ich frage mich, ob es auch ältere Leute gibt, die cheaten. Und mit kleinen Kindern meine ich so alles unter 25. Achtung, guck mal, er fängt schon an zu schleichen. Und gibt ihm voll in die Fresse. Alles klar. Wir gucken mal, was er noch mit dem macht. Passt auf, er fängt jetzt wieder an zu schleichen, weil er weiß ja, dass da einer kommt. Graffiti. Denkt dann, es gibt gerade ein Graffiti-Giveaway. Und übrigens, ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Seid dabei und gewinnt Skins. Es gibt immer mindestens ein bis zwei Skins für die Zuschauer. Zurück zum Spiel. Octopus wird jetzt gleich durchgefickt. Octopussy-mäßig. Guck mal, wie er auf ihn wartet. Ich will sehen, wie er hoch auf den Kopf fliegt. Achtung. What? Was für ein verschissener Kacknoob. Unglaublich. Er ist auch noch schlecht. Ich meine, die meisten Cheater sind halt ja auch zusätzlich noch schlecht. Hinzukommt zu ihrer minderwertigen Art. Guck mal, er rennt jetzt sogar weg, ne? Er fängt jetzt an, sich zurückzuziehen. Er kann durch die Wände sehen. Er hat wahrscheinlich auch ein Aimbot an oder irgendeine Aim-Unterstützung. Und dennoch verpisst er sich. Sein Mate war on-spot. Das kratzt ja schon am Griefing, was er da betreibt. Also, sie kommen jetzt A gerusht. Zumindest 4 Leute kommen recht fix auf A. Er smoked da schon mal. Und jetzt passt auf, was passiert. Wir lassen das Meisterwerk beginnen. Sage mal! Ich meine, klar, bei AWP ist es halt voll... Ach, guck mal, wie er schon rechts zu mir gezielt hat. Bei AWP ist es halt echt voll auffällig, wenn man da dann jetzt so eine Art Aim-Hilfe noch hätte. Und deswegen ist er auch so furchtbar schlecht. Das gibt's gar nicht. Aber dennoch ist er ein Wichser halt. Ich weiß nicht, warum ich gerade hinaus wollte. Jetzt kommt der Molly geflogen. Voll in sein Face. Hat er verdient. Komm, wie er chillt. Er weiß ja, wann sie kommen. Er kann sie ja sehen. Und 3, 2, 1. Headshot time. Das sah jetzt eigentlich normal aus, oder? Wo aimt er denn da hin? Ajo. Also ich meine, Wallhack ist auf jeden Fall confirmed. Da sind wir uns alle einig. Bei Aim-Unterstützung, das war jetzt gerade eben so daneben und trotzdem getroffen. Gerade eben hat er voll beschissen gespielt, auch mit der Pistole. Am Anfang sah es aber direkt so aus wie Aim. Man kann aber auch mal lucky sein, das sind so viele Faktoren, die da einfließen. Selbst wirklich zu 100%ige Schüsse, wo man sagt, 100% Cheat, müssen keine Cheats sein. Deswegen ist gerade diese Aim-Geschichte, wenn sie nicht gerade voll auffällig ist, halt wirklich schwierig. Jeder hat mal Glück, jeder zieht mal Aimbot-mäßig irgendwie auf die Fresse. Er hat es halt am Anfang zweimal gemacht oder dreimal. Und da der Wallhack eh confirmed ist, wird er ja so oder so gebannt. Also von daher müssen wir jetzt nicht zwingend noch den Aim dazu machen. Aber ich würde es gerne, wenn es denn so ist. Er sieht den da hinten stehen, ne? Er hat den da hinten jetzt gesehen. Da unten kommt einer, er zückt schon mal die Pistel, na klar. So, jetzt will ich sehen, wie du wohin aimst, du kleine Geburt einer Mutter. Damit habe ich ihn krass beleidigt. Guck mal, er geht auch nicht ran, er ist so ein Stinktier. Von oben, oh, wie er den gerade noch so gesehen hat. Alles klar. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Fuck, Mann. Ist es Aim-Unterstützung? Ist es Aim? Ich glaube, er hat halt irgendwie eine Aim-Hilfe. Wobei das gerade eben, dieser letzte Kill, ist auch wieder recht normal aussah. Kann er bitte noch einmal so offensichtlich, dass ich zu 100% sagen kann, ja, das ist es, das ist es. Oh, wenn er den durch die Smoke klatscht, dann wissen wir Bescheid. Wie gesagt, er wird so oder so gebannt. Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir ihn... den Aim jetzt nicht drücken oder wenn wir den Aim nicht confirmen können oder wenn ich ihn im Moment nicht confirmen kann, er wird eh gebannt, weil jeder andere Overwatcher diesen Wallhack heraussehen wird und dann wird er gebannt, so oder so. Dieser kleine Hans-Wurst-Junge, da kann er ein bisschen Playmobil spielen oder bei seiner Mutter noch ein bisschen an der Zitze nuckeln, verstehst du? Oh! Der ist ihm ja ins Fadenkreuz reingelaufen mit seinem Kopf, also jetzt geh doch auf Mitte, hopp, hör auf immer so eklig defensiv zu spielen. Wenn man das sieht jetzt, denkt man sich, der hat doch keine Aim-Unterstützung. Der ist einfach nur scheiße und kann nichts und was. Aber die ersten paar Headshots waren krass und wisst ihr was, ich werde ihm die Aim-Unterstützung geben. Zumindest sehe ich das jetzt so. Pass mal auf, was nächste Runde passiert. Es ist halt echt schwierig, weil man nicht zurückspulen kann. Man redet sich dann selbst immer in etwas rein. Oh, von hinten kommt einer. Wartet. Komm, mach irgendwas. Er ist so kurz rübergezogen. Aber auch normal. Ah. Und dann aimt er noch so eklig niedrig die ganze Zeit. So, passt auf, einer ist oben im Window. Und der andere ist Connector. Und Short ist auch noch jemand. Und von A kommt noch einer gerannt. Achtung! Guck mal, wie er sich versteckt vor ihm. Er versucht schon auf den Kopf zu zielen, das ist klar. Er versucht schon
mittelmäßig auf den Kopf zu zielen. Wenn man das sieht, was soll man da noch dazu sagen? Es ist einfach ein Stinkekind, das sich irgendwelche Cheats hat anmachen lassen. Es knifet da noch ein Mate. Aha. Griefing, mein Sohn. Das ist Griefing, ne? Gut, dieser Knife könnte jetzt aus Versehen passiert sein. Gerade in so einer Situation beim Rumlaufen. Da will ich wirklich nichts sagen. Wenn aber wiederum der andere sich umdreht und ihn anschießt, dann ist er der Griefer. Weil er mit Absicht, mit voller Absicht auf ihn geschossen hat. Wisst ihr, was ich meine? Nur um nochmal mein Vorgehen hier beim Griefing zu erklären. Weil ihr wisst, dass ich da recht... Ein recht harter Mensch bin. Ja, geil. Er holt ihn noch nicht mal. Er geht noch nicht mal in direkte Sicht. Das ist ein Lurch. Das ist ein richtiger Lurch. Kinder eben meistens sehr niedrig. Das ist übrigens, um euch mal so beizubringen, wie man vielleicht selbst mal erkennen kann, wer da spielt. Kinder eben sehr niedrig. Kinder haben ein gewisses Movement. Und Kinder sind meistens jünger als Erwachsene. Was macht denn der Gegner jetzt? Hört er nicht, dass es B ist? Sag mal, das war ja jetzt bescheuert. Ich gebe ihm jetzt Aim Assist. Er hat ein paar Mal echt merkwürdige Dinge gedreht. Er wird so oder so gebannt wegen dem Wallhack. Also von daher müssen wir uns keine Gedanken machen, dass er vielleicht nicht gebannt wird oder sowas. Soweit so gut. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Wenn ihr auch wollt, dass alle Cheater richtig brutal gebannt und kastriert werden, damit sie sich am besten auch nicht weiter fortpflanzen können, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr selbst cheatet, dann gebt keinen Daumen nach oben. Denn cheatende Cheater wollen wir hier nicht sehen. Hier drin. In dem YouTube drin, okay? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alter, ich hab irgendwelche Erfolge, oder was? What the fuck? Es gibt Erfolge bei Counter-Strike. Hast du das gewusst, oder was? Guck mal, du kannst voll die Erfolge machen. Hoho.